Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3. Ich bin Asher und beim letzten Mal haben wir gesehen, oh Gott, es ist ein Sewer-Level. Ey, guck mal, Ratten! Oh Gott, Ratten. Haben Gott sei Dank quasi keine Lebensenergie, von daher. Leute, die misstrauisch sind, werden. Oh, was ist das? Mit dem Cestus hatte ich sehr viel Spaß. Wirklich. In Dark Souls 2 habe ich dann. Ich habe das nochmal einmal normal durchgespielt. Hab dann einen Meme-Run quasi gemacht mit Faustkämpfen. Das war echt witzig. Und, ne, man sieht hier Nebel. Man sieht Blutlachen. Meine Nachricht: Feind voraus. Ja, wenn man genau dahin guckt, sieht man. Da ist eine verdammt große Ratte. Au. Man muss dazu aber sagen, sie ist noch lange nicht so groß wie die große Ratte aus Dark Souls 1. Leuchtfeuer raus, das stimmt sogar. Das war die Tür, die wir vorhin einmal gesehen haben, wo ich gesagt habe, die ist zu. Ja, das ist die andere Seite. Von hier aus können wir sie aufmachen. Und guck mal, wo wir wieder sind. Erinnert ihr euch? Nicht wahr? Schöne Zeiten. Lang lebe das Schild. Ist tot. Und jetzt werdet ihr etwas miterleben, weswegen ich eigentlich zuerst in die andere Richtung wollte. Aber naja. Genau, Falle voraus. Bam! Von dem Turm da. Fliegen verdammt gut gezielte Pfeile hierher. Diesen Homing, das heißt, selbst wenn ich mich bewege, würden die mich erstmal treffen. Das Beste daran ist eigentlich, die treffen auch Gegner. Das Schlechte daran ist jetzt, um wirklich effektiv ausweichen zu können, muss man gut hinhören. So wie ich das jetzt gerade aufgebaut habe, ist das Problem, ich kann das Spiel nicht komplett hören. Das heißt, ja, das ist, ich bin ziemlich am Arsch, was das angeht. Au! Das Gute daran ist, ich bin ein erfahrener Rhythmusspieler. Das heißt, sobald ich einmal den Rhythmus erkannt habe, in dem die Dinge ankommen, dann kriege ich das auch hin, auch wenn ich sie nicht sehe. Gut. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum geht der Typ jetzt schon wieder zurück? Das werdet ihr gleich sehen, denn ich habe auf dem Weg so ein bisschen was aufgesammelt. Allem voran die hier. Und ich glaube, ich habe den. Ich glaube, ich habe nicht den richtigen. Scheiße. Scheiße. Es gibt davon. Diese jungen weißen Zweige sind ein Zauber quasi als Item. Es gibt einen Zauber, der nennt sich Chamäleon. Dadurch wird man in ein Item, das in die Umgebung passt, verwandelt. Und genau das machen diese jungen weißen Zweige. Von diesen Zweigen gibt es einen sehr speziellen. Und dieser eine spezielle. Na, hoffentlich komme ich damit mal weiter.
Wenn man den hat. Ja, dachte ich mir, dass das klappt. Das nicht. Dieser Baum ist ein Segen. Nein! Und ich war so gut. Nein, mein erster Tod. Und es war so ein bescheuerter Tod. Nein. Warum musste das jetzt passieren? Das ist ja doof. Jetzt bin ich traurig. Das war so gut. Och Mann, oh. Ich war wirklich gut. Folge 9, der erste Tod. Ach, so ein Scheiß. Naja, das ist Dark Souls. Das passiert eben mal. Was jetzt natürlich schade ist, ich habe meine Flamme nicht mehr. Ich habe 30% weniger Lebensenergie. Ist auch schade. Aber da muss ich jetzt leben. Erstmal. Ich könnte eine Glut benutzen, wenn mir danach wäre. Aber das wäre ja langweilig. Denn wie ihr ja bemerkt habt, als man einmal ein Bossblatt gemacht hat, hat man seine Glut wieder bekommen. Gerade gar nicht gut. Ich habe ein paar mehr Gegner angezogen, als ich wollte. Mann. Folge 9, die Folge, in der alles schief geht. Nochmal sterben bitte, danke. Damit kann ich gerade noch leben. Ich lebe noch. Okay. Es wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Oh Gott. Aufgehört. Nur mal ganz schnell, genau. Und ich bin weg. Zugegeben, jetzt bin ich ein wenig verwirrt.
Eigentlich hätte ich dabei was aufsammeln müssen, was mir dann weiterhilft. Gucken wir nochmal weiter. Vielleicht muss ich ein bisschen offscreen rumgucken, damit ich das endlich finde, aber. Ich zeige euch das. Ich zeige euch natürlich, wo ich das dann finde, wenn ich es finde. Au. Abfall. Ui. Zuhören. Cool, der Rest ist doch nicht okay, glaube ich. Einer müsste gerade noch kommen, oder? Yep, da ist er. Ah, da sind immer noch zwei. Da waren immer noch zwei. Der ist jetzt auch platt. Jetzt bin ich wirklich verwirrt. Ich war der festen Überzeugung, dass hier ein Item sein sollte, also ein spezielles Item sein sollte. Naja, egal. Das ist jetzt auch echt zweitrangig. Ich bin ja so weit durchgekommen. Eigentlich müsste ich ja echt einfach nochmal komplett durchgehen. Das ist zu probieren, das zu suchen. Aber wir haben gerade. Oh. Die Großsense. Erhalten. Ist eine Dex-Waffe. Ich mag Sensen. Ich habe auch mehr oder weniger Meme Run gemacht mit einer Sense. Aber das ist jetzt unwichtig. Vorsicht vor Ungeheuer. Versucht Dreck, deshalb lasst erscheinen Stoß. Ach ja, der Spaß mit den Nachrichten. Erstmal machen wir diese schöne Tür auf, denn wie wir gleich sehen werden, es ist eine Abkürzung. Diese schöne Tür. Ja, vor steht ein großer flugverderbter Baum. Im Bauch befindet sich ein Wandlungsofen. Beides Sachen, die sehr wichtig sind, wenn wir dann hier reingehen. Ich glaube, ihr macht länger, genau. Ich rüste euch mal aus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der schwach gegen Feuer ist oder so. Aber ich möchte es mal ausprobieren. Ich habe noch nie sowas benutzt. Ich muss auch gerade ausprobieren. Was ist das eigentlich? Okay. Denn das hier ist eine Boss-Arena. Doch. Wer der Boss ist, werden wir in der nächsten Folge erst sehen. Von daher, und natürlich in wahrer Manier, wie ich gesagt habe, werde ich das Ganze alleine machen. Wobei mir gerade einfällt. Nee, das ist erst später. Stimmt ja. Never mind. Wir werden den Boss beim nächsten Mal platt machen. Bis dann.